Seid gegrüßt, wir reagieren heute auf die 24. Folge von Nachschlag. Heute geht es um staatlichen Kindesmissbrauch, um den fehlerfreien Staat und um die Demokratie in Russland. Naja, ihr wisst wahrscheinlich, die Überschriften, die sind häufig relativ nichtssagend, wenn wir uns die Beiträge noch nicht angehört haben. Deswegen fangen wir auch, glaube ich, gleich mal an. Ich meine, ihr kennt die drei Protagonisten hier, Dieter Dehm, Kevan Sofisiervasch und Paul Brandenburg. Willkommen bei Nachschlag, unserem Online-Wartesaal all derer, deren Potsdamer Ausweisepapiere noch brauchen. Ich begrüße meine Mitdelinquenten, Dr. Dieter Dehm und Professor Kevan Sofisiervasch. Hallo. Wir haben wieder drei Nachschlagzeilen für euch. Erstens, Nancy F. missbraucht jetzt Kinder. Zweitens, der Staat macht keine Fehler, Bürokratie ist gut. Und drittens, Russland. Demokratie, Nachhilfe, bitte ohne Deutsche. Ihr sollt, könnt, dürft, müsst danach auf nachschlag.express gehen und abstimmen, welche dieser Schlagzeilen am besten getroffen hat, wenn denn eine getroffen hat. Letzte Woche habt ihr das auch getan, beziehungsweise bis zu diesem Moment, und habt entschieden, dass ziviler Ungehorsam das Gebot der Stunde sei, also Kevans Schlagzeile. Dann auf Platz 2, Ramadan gehört nicht zu Deutschland und Dieter, es tut mir leid, nicht länger im Netz verrotten, ist eine Antikommunismus. Eine Antikommunismus. Purer Antikommunismus, Hass, Hetze und Ausgrenzung. Wie die halt so sind, die Menschen, die sowas gucken. Wenn ihr schon auf Nachschlag.express seid, dann bitte denkt dran. Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Lasst ein paar Cent für unser Team da und diese Sendung, denn wir setzen sie gerne fort, zahlen dafür aber auch anständige Löhne. Tja, ihr Lieben, Nancy F. missbraucht jetzt auch Kinder. Nancy Faeser hat angeblich jedes Maß verloren in ihrem wahnhaften Kampf gegen rechts. Das ist ein alter... Jetzt unabhängig von dem, was da kommt. Ich hoffe, das kann ich auf YouTube hochladen, ohne dass es da gesperrt wird. Aber die Nachschlagfolge, die scheint ja noch oben zu sein. Also bin ich sehr gespannt, was Paul Brandenburg uns hier jetzt zu erzählen hat. Das Urteil der Verfassungsrechtler im Professorenrang oder als Rechtsanwälte und kommt schon seit einigen Tagen, wenn nicht Wochen, in der Presse immer wieder vor. Aber diese Formulierung ist eine sinnentstellende Untertreibung dessen, was Nancy F. sich jetzt geleistet hat. Nancy Faeser ist nichts anderes als eine faschistische Terroristin. Das ist eigentlich auch schon lange erkennbar für alle, die in den letzten Jahren nicht völlig verloren gegangen sind in ihren Lebenslügen. Nancy Faeser bekämpft die freie Rede. Sie bekämpft die Unschuldsvermutung im Strafrecht. Und sie bekämpft jedes bisschen Restrückgrat, das ihre Beamten und die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes vielleicht noch haben in unserer Leichenrepublik. Vergangenen Dienstag aber hat Frau Faeser, denn sie ist ja wirklich nichts anderes als eine Verfassungshasserin, ist ihren Terror auf ein Extrem gesteigert, das tatsächlich bis dahin kaum denkbar war. Und selbst jemand wie mich noch überrascht, der eigentlich dachte, es kann nichts mehr kommen. Was letzten Dienstag in Mecklenburg geschah, müsste eigentlich den allerletzten noch den Weg heimleuchten, der sich tatsächlich in seinen Lebenslügen verloren hat. Vergangenen Dienstag hat die uniformierte Dummheit des Faeser-Hasses tatsächlich das getan, was zuletzt im Nazireich war. Da ist uniformierte Polizei in eine Schule gefahren, um ein Schulkind zu überfallen, in dieser Schule, unter den Augen aller, mit dem einzigen Ziel. Also ich glaube, jetzt weiß ich, auf welchen Fall er sich hier bezieht. Aber Nazi-Vergleiche finde ich hier, die gehen zu weit. Also so skandalös dieser Fall, den er uns hier gleich sein wird. Ich habe davon tatsächlich schon gelesen, ist ja jetzt auch schon etwas her, wo wir jetzt auf die Folge reagieren. Da wurde eine Schülerin tatsächlich von ihrem Direktor aus dem Unterricht geholt und dann von der Polizei durch die Schule geführt und dann wurde ihr eine Gefährderansprache gehalten. Und weil sie ein paar Pro-AfD-TikToks geteilt hat. Also wirklich völlig unzulässiger Eingriff in die Meinungsfreiheit und das ja bei einer Minderjährigen, das ist völlig irre, was da passiert, aber die Nazi-Vergleiche, die muss man da nicht bringen. Das ist auch so schon schockierend genug. Hier, dass eine solche Tat haben kann, öffentliche Erniedrigung und Ausgrenzung dieser Schülerin. Drei Beamten des Polizeipräsidiums Nordbrandenburg fuhren mit Streifenwagen am Richard-Wossidlo-Gymnasium in Riebnitz-Dammgarten vor. Die Namen zeigen, dass diese Dreierhelfer wenigstens bei der Programmierung ihres Navis einigermaßen Probleme haben sollten. Ich will das zumindest nicht so eintippen müssen. Sie folgten dem Ruf eines Schuldirektors namens Jan-Dirk Zimmermann. Ein Schuldirektor, der sich tatsächlich nicht entblödet, auch im Nachhinein zu sagen, er hat ja nur Anweisungen
befolgt, als er die Polizei gerufen hat. Anweisungen befolgt, weil besagte Schülerin Veröffentlichungen im Netz auf TikTok in sozialen Medien gemacht haben soll, die problematisch sein sollen angeblich. Dazu muss man wissen und verstehen, dass die Polizei mehrfach erklärt hat gegenüber allen Medien, dass nicht einmal der Anfangsverdacht irgendeiner Straftat bestand im Kontext dieser Nachrichten. Es wird nur diskutiert, hat die Frau irgendwelche, das Mädchen, Entschuldigung, Schlümpfe geteilt, die blau seien wie die AfD in Deutschland, hat sie gar irgendwelche Jacken gehabt, auf denen Haha zu lesen sei, ob Helly Hansen oder die Verherrlichung von Adolf Nazi. Das alles ist unerheblich, weil die Polizei ganz klar feststellt, nein, es gab nicht den Hauch eines Anfangsverdachtes irgendwelcher rechtswidriger Inhalte, die sie dort geteilt haben soll. Unabhängig davon, sagt Innenminister, Landesinnenminister Pegel, kommt die Polizei, wenn sie gerufen wird, um in dem Fall eine Gefährderansprache und ein aufklärendes Gespräch mit dem Mädchen zu führen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand ein Beispiel hat, das vergleichbar ist aus der Geschichte dieser sogenannten Gefährderansprachen, die werden normalerweise an irgendwelche verurteilten Gewalttäter gehalten, dass sie sich von ihrem potenziellen Opfer fernhalten sollen. Also das ist, wie gesagt, was da passiert ist. Also dieser Fall, der zeigt wirklich, wie schlecht es um die Meinungsfreiheit in Deutschland steht. Bundesrepublik, in dem das passiert, dass ohne einen irgendwie gearteten Kriminalfall Polizei in die Schule fährt, das Mädchen aus dem Unterricht rausholen lässt. Es wurde darüber gestritten, war das Beamten selbst, war das der Direktor? Man einigte sich schließlich darauf, dass es dieser Direktor, Jan-Dirk Zimmermann, besagter Terrorhelfer war, der das getan hat, um dann eskortiert von drei Beamten einen Walk of Shame durch die Schule anzutreten, bis schließlich ins Direktorat. Zwar ein Beamter vor dem Mädchen, ein Beamter hinter dem Mädchen, einer wohl auf der Höhe, der sie selbst ging, um die Flucht zu verhindern oder Ähnliches zu tun. Die Polizei lässt hinterher erklären, das war ein ganz normaler Vorgang. Und Innenminister Christian Pegel. Nein, das ist kein normaler Vorgang. Also es schreibt gerade einer im Chat, Gefährderansprachen kann man natürlich auch ohne Vorstrafe bekommen. Ja, aber Gefährderansprachen kommst du, wenn die Gefahr besteht, dass du irgendwelche gehst. Aber hier bei den Mädchen war das ja nicht der Fall, sondern sie hat völlig legale Meinungsäußerungen getätigt. Also die nicht mal in die Nähe von Extremismus oder so ging. Also sie hat eine demokratisch wählbare Partei sich offen dazu bekannt auf TikTok, indem sie so ein paar lustige TikToks geteilt hat und sonst hat sie nichts getan. Also das sollte in keinem Rechtsstaat ein Grund sein, die Polizei zu rufen. Die Polizei sollte dann auch nicht kommen. Die Polizei sollte dann erst recht keine Gefährderansprache halten. Naja, und der Direktor, der das gemacht hat, der sollte eigentlich sofort zurücktreten, aber es ist natürlich nicht passiert. Dessen Kopf äußerlich dem von Heinrich Himmler zum Verwechseln ähnlich sieht. Und irgendjemand muss mir mal erklären, warum Glatzköpfe, die Faschisten sind, immer kleine Nickelbrillen tragen müssen. Es ist ein Wunder dieses Deutschlands und das Nickling kann rechnen, das Ganze ist nur eine Simulation. Dieser Faschist-Pegel erklärt dann im Nachgang, das Ganze sei auch noch verhältnismäßig. Und ich verstehe an dieser Geschichte fast gar nichts, abgesehen von ihrem sehr einfachen Ablauf. Es gab in dieser Bundesrepublik etwas, das nennt sich Beutelsbacher Konsens. Das klingt albern und ist es im Nachhinein auch, weil er mittlerweile komplett ignoriert wird. Er besagt im Wesentlichen, dass Schulen und Bildungsstätten, politische Bildungsstätten in diesem Land, so etwas wie ein Überwältigungsverbot zu beachten hätten. Sie dürften ihre Schutzbefohlenen nicht indoktrinieren. Sie müssten kontroverse Positionen in der Gesellschaft zulassen, den Dissens als wesentliches Mittel der Wissenschaft und der politischen Bildung sogar herausarbeiten und ihren Insassen in den Instanzen klarmachen, dass man verschiedene Meinungen friedlich und respektvoll austragen müsste. Es wird sogar betont, dass diese Schutzbefohlenen eben nicht mit Drangsalierung, Einschüchterung und besagter Überwältigung zu bearbeiten seien. Wie vor dem Hintergrund irgendjemand behaupten kann, dass es verhältnismäßig sei, mit uniformierter Polizei ein 16-jähriges Mädchen im Zentrum ihres sozialen Lebens, der Schule, vor allen anderen Mitschülern zu demütigen und auszugrenzen. Das vermag ich nicht zu verstehen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Dass ein Landesinnenminister das verteidigt, ebenso. Was aber am allerschlimmsten ist und für mich am völlig unverständlichsten, wie kann ein einziger Mitarbeiter der Polizei Mecklenburg-Vorpommerns heute noch in den Spiegel schauen? Ihr seid Nazischweine! Ihr seid Polizisten, die nichts anderes sind als die Terrorhelfer, die damals KZs möglich gemacht haben. Wie gesagt, solche Nazi-Vergleiche, die gehen meiner Meinung nach gar nicht. Das sollte man meiner Meinung nach lassen. Ja, Kollegen haben, die in eine Schule fahren und ein 16-jähriges Mädchen demütigen unter den Augen aller. Nachdem ihr vorher amtlich feststellt,
dass es keinerlei Verdacht einer Straftat gibt. Und am allerschlimmsten noch, schlimmer noch als diese Terrorhelfer in Uniform, seid ihr, ihr Eltern am Richard-Wossidlo-Gymnasium, die bis heute ihre Kinder zu einem Direktor, Jan-Dirk Zimmermann, schicken, der nichts anderes ist als die übelste Daseinsform eines Deutschen. Der übelste und widerwärtigste Vollstrecker von Staatsterrorismus gegen Kinder, den man sich vorstellen kann. Wie kann es sein, dass noch irgendjemand seine Kinder auf diese Schule schickt? Und wie kann es sein, und da sind wir wieder bei Snickling und einer Simulation, dass diese Schule, das ist kein Scherz, benannt ist nach einem Volkskundler. Richard Wossidlow ist ausweislich Wikipedia, der Nestor der mecklenburgischen Volkskunde, ein Gymnasialprofessor und ein großer Doyen der deutschen Volkskunde. Und tatsächlich, am Richard-Wossidlo-Gymnasium, also einem Gymnasium benannt nach einem Volkskundler, wird ein 16-jähriges Schulmädchen terrorisiert für so etwas wie Volksverherrlichung? Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Man kann sich diesen Wahnsinn gar nicht ausdenken. Man muss auch darüber lachen, gerade angesichts der Apokalypse, die das Verhalten dieser Eltern und Polizisten dort begründet. Nancy Faeser sollte auf unseren Straßen nichts anderes mehr zufliegen als Spucke. Spucke aller Menschen, die sie begegnen. Es ist unfassbar, dass wir Hass und Hetze in diesem Land derartig etabliert haben, dass Beamten, Politiker und offensichtlich eine ganze Elternschaft das Maul halten, wenn ein 16-jähriges Mädchen öffentlich gedemütigt und erniedrigt wird, weil offensichtlich ihre politische Meinung, die nochmal amtlich festgestellt, voll im Spektrum der Gesetze ist, einer Frau Faeser und ihren Vollstreckungshelfern nicht passt. Dieser Staat ist gefallen, liebe Freunde. Wer es nicht begriffen hat, muss sich nur mit diesem Fall befassen. Diesen Staat gibt es nicht mehr als Rechtsstaat. Er existiert nicht als liberale Demokratie. Dieses Land ist unter der Unrechtsherrschaft eines extremistischen Terrorregimes. Und wer auch immer da draußen noch so etwas wie Verbindung zu den Werten des Grundgesetzes spürt, muss dagegen Widerstand leisten, in jeder erdenklichen Form, bei jeder erdenklichen Gelegenheit. Und selbstverständlich, liebe Freunde des sogenannten Verfassungsschutzes, selbstverständlich gewaltfrei. Denn im Gegensatz zu dem, was ihr tut, wissen die anderen, die sich gegen euch wehren, dass euer Zivilisationsbruch nicht durch immer weitere Zivilisationsbrüche geheilt werden kann. Selbstverständlich kann Gewalt irgendeiner Form keine Antwort auf das sein, was ihr dort tut. Aber weitergehen kann es in diesem Zustand nicht mehr. Und nochmal, ihr Eltern am Richard-Wossidlo-Gymnasium, ihr seid dran. Nehmt eure Kinder daraus, verlangt das Absetzen dieses Herrn Jan-Dirk Zimmermann und verlangt strafrechtliche Konsequenzen. Ansonsten. Okay, also die Forderung, die kann ich jetzt nur 100% unterschreiben. Also ein Direktor, der die Polizei herbeizitiert, wenn Schüler völlig, also ihren Privataccounts völlig legale Sachen tun, also der hat nichts mehr in der Schule zu suchen. Also die Forderung hier, die kann ich, also wie gesagt, das, da waren mir etwas zu viele Nazi-Vergleiche in dieser ganzen Ansprache hier, aber die Forderung am Ende, die kann ich 100%ig unterschreiben. Dann seid ihr nicht mehr ernst zu nehmen. Ihr beide habt auch Kinder und könnt hoffentlich verstehen, Kevan und Dieter, dass das Ganze mich tatsächlich aufwühlt und bewegt. Ich kann es nicht fassen, ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, aber ich kann nicht fassen, wie man seine Kinder einem solchen System weiter aussetzen kann. Ja, Paul, ich kann dazu sagen, dein Statement, ich würde das so nicht mehr sagen, weil mir inzwischen die Worte fehlen und wer mich kennt, weiß, dass da musst du schon ziemlich viel getrieben haben, dass mir die Worte fehlen. Also ich habe das ja auch mitbekommen und ich hielt das erst für einen Scherz. Ich dachte, da hat irgendjemand übertrieben. Aber es entspricht wirklich den Tatsachen. Aber was? Ja, so ging es mir auch. Das wurde mir live im Stream mitgeteilt von ein paar Zuschauern. Ja, da wurde ein Mädchen abgeführt, weil sie AfD-Content geteilt hat. Ich so, ihr legt mich doch jetzt gerade rein. Nee, es ist tatsächlich so passiert. Also genauso wie es Gavin ging, ging es mir kurz danach auch. Was mich ja am meisten erschreckt, und ich habe so etwas Ähnliches erlebt, das Schweigen der sogenannten Bildungsbürger. Ich will mal Folgendes sagen. Als ich noch bei KenFM tätig war und es dann auch gegen mich publiziert wurde, der Spiegel meine Privatadresse bekannt gegeben hat, das ist mir passiert im schönen Latte Macchiato-Viertel Prenzlauer Berg, dass ich mit meiner Frau, meinem kleinen, damals glaube ich vierjährigen Sohn, zum Einkaufen beim Ökomarkt und dann von einer Gruppe schwarzvermummter Linksextremisten bedrängt wurde und die mich zusammenschlagen wollten offensichtlich. Und dann haben diese Latte Macchiato-Eltern, mit deren Kindern meine Kinder auf die Schule gingen, nur die Handys gezückt und geguckt, wie es ausgeht. Also ich kenne das schon. So bis ich mir einen von denen geschnappt habe, gesagt, wenn jetzt das nicht Schluss ist, dann
fließt Blut und es wird nicht erst meins sein. Dann kam zufällig eine Polizeistreife und da haben sie sich zurückgezogen. So, und ich habe das auch gemerkt, dass die Schulen, an die meine Kinder gegangen sind, da wurde meiner Tochter gesagt, wenn rauskommt, meine Tochter hat sich dann freiwillig in ein Internat verabschiedet, weil es ihr dazu gefährlich war in Berlin mit dem Regierungsviertel. Und da hat man ihr dann gesagt, wenn rauskommt, wie ihr Vater ist, dann müsste sie gehen, sie wäre dann sonst ein Sicherheitsrisiko. Ich kenne das alles. Und wenn du das aber jemandem erzählst, dann sagt er, nein, jetzt übertreib mal nicht, das ist die Wahrheit. So. Und das kannst du aber keinem sagen. Das heißt, was jetzt passiert, ich habe ja, naja, vielleicht ist da noch der Migrationshintergrund vielleicht noch so, oder was ich ja, ein Mensch, der voll integriert ist, der es zu etwas gebracht hat, kommt auch noch Neid dazu. Aber inzwischen ist es ja so, ich finde, während Corona ist diese Republik gekippt. Und deswegen, ich glaube auch nicht mehr, dass das zurückkippt. Und das ist dieses große Schweigen. Nein. Das hast du ja auch neulich im Gespräch mit Tom Lausen besprochen. Die Zahlen, auf denen das alles basiert, sind von den Behörden selbst veröffentlicht und als eindeutige Lüge erkennbar. Das ist ja deutsche Tradition, oder? Die deutschen Behörden dokumentieren immer ihre Verbrechen selbst. Wo sind die Rechtsanwälte? Wo sind die Richter? Wo sind die Ärzte? Wo sind die Bildungs-? Dafür ist niemand zuständig. Und deswegen, ich sehe es genauso. Wenn morgen ein Lager errichtet werden würde, wo solche Leute erst einmal, weil man unter Verdacht in Schutzhaft genommen werden, es würde keinen Aufstand auf diesem geben. Und für mich ist das eben so, dieses Land ist zunehmend gefährlich für jeden, der offensichtlich anders denkt. Es ist zunehmend gefährlich. Und jetzt halt auch schon für Kinder. So, weil das ist natürlich einen Schaden anrichtet und auf das Kind gezeigt wird und man sich von dem distanziert, das ist sonnenklar. Und ich glaube auch, das ist eine so traumatische Erfahrung. Aus so einem Kind kann später ein Extremist werden. Weil dieses Kind und auch die Eltern kann ja nicht mehr sagen, da hat der Staat einen Fehler gemacht. Weil das hat eine so traumatisierende Wirkung nach dem Motto, haben die Eltern Waffen verkauft und das Kind als Kurier eingesetzt und es hat schon 2-3 Jahre lang Koks auf dem Kok. Dann könnte man darüber noch, nein, es war bisher unbescholten, aber es hat die Schlümpfe geteilt. Ich meine, Sie sind auch neulich vor allem Wenn es all das getan hätte, es ist ja nicht so, dass das irgendwie, dass dieses Kind auf der Flucht wäre. Man kann es zu Hause aufsuchen, man kann nach der Schule dahin fahren, alle möglichen Gespräche führen oder auch in der Schule nach Unterricht. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, während des Unterrichts dieses Kind durchzuführen, am Pranger durch diese Schule zu führen und zu zeigen, das passiert mit dir, wenn du gegen dieses Regime bist. Also Paul, gut finde, ist, dass ein Rektor in seinem Irrsinn gar nicht merkt, so wurde damals Ideologie durchgesetzt. Das ist vollkommen klar, aber es ist so jemand, der auch eben besten Wissen das Rechte gemacht. Ja, das ist mir schon klar. Wir sind natürlich ganz anders. Wir sind natürlich, wir marschieren auf der linken Seite an die Front. Aber dass Polizisten das tun, das ist für mich unfassbar. Dass ein Polizist muss sagen, also das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht machen, weil ich muss das ja machen. Würde der dann auch erschießen, wenn das im Befehl steht? Also wie weit würde der gehen? Ja, würden ganz sie. Normale würden Männer. Und das ist genau, ganz normale Männer. Und vielleicht werden morgen das Kind in Schutzhaft genommen und erst freigelassen, wenn die Eltern sich melden. Aber der Vater ist gerade auf Berufsreise, dann so lange kommt. Ich weiß, wenn das angeordnet, würden die das auch machen? Wie weit würden die gehen? Und ich habe es bei Corona auch gemerkt im Park, wie Omas und schwangere Frauen von Polizisten gejagt wurden. Und deswegen, für mich ist diese Republik gefallen. Deswegen wundert mich das nicht. Ich frage mich nur, wann. Also wenn das in Russland passiert wäre, weil das Kind hätte ein Nawalny-Bild geteilt, was meinst du, was hier los wäre? Aber das ist ja, nee, hier ist also, das... Kleine Sekunde, bevor Paul mir das Wort gibt, dränge ich mich mal vor. In zwei Punkten möchte ich widersprechen. Erstmal möchte ich sagen, dass ich mit 16 Jahren, also war zwar ein Junge und das Mädchen ist ein Mädchen, 2 Tage in der Hammelsgasse in Frankfurt in Untersuchungshaft verbringen musste, weil ich gegen die Notstandsgesetze demonstriert habe. Der Antikommunismus der Republik, der Bundesrepublik, der Westdeutschen Bundesrepublik in den 50er, 60er, 70er Jahren hat genau das zutage gefördert, ohne, Paul, dass es Faschismus war. Du hast ja einen Widerspruch. Du nennst immer alles gleich faschistisch und dann sagst du, ich hätte gar nicht gedacht, dass das noch schlimmer möglich ist. Es ist noch schlimmer möglich. Genickschussanlagen und das, was der Faschismus gemacht hat in die Kommunistenverfolgung, auch in der Adenauer, was kein Faschismus mehr war, aber bedenkliche Züge davon, zeigen, dass da immer Luft nach oben ist. Und deswegen sollte man nicht so obersten Superlativ faschistisch immer so schnell greifen, auch wenn ich vollkommen deine Emotionen und die von Kevan verstehen kann und ich das genauso empfinde wie du. Nur brauche ich dazu nicht den Begriff des Faschismus, sondern eines Staatsterrorismus, den diese Typen immer weiter treiben. Und dann kann natürlich auch irgendwann das oberste Superlativ dabei rauskommen. Wollte ich nur nochmal sagen zur Sprachwahl. In der Beschreibung, das ist ja eine Frage der Analyse und der Kategorien, aber in der Beschreibung ist mein Zorn darüber natürlich so groß wie der deine, Paul. Und ich finde auch
diese Typen, ich kann mir sie so richtig vorstellen, ich kenne diesen Zimmermann da nicht, aber ich kann ihn mir so richtig vorstellen, mit seiner Wokenfresse, mit seinem Bekenntnis für Migranten, mit seinem Bekenntnis für die Klimakrise, mit seinem Bekenntnis... Wahrscheinlich Schule ohne Rassismus wahrscheinlich, so ein Kleber. Ja, genau. Schule mit Parade, das ist ja aber natürlich, aber natürlich wird er hinter der Regierung stehen, die jetzt die russische Forderung, die 1,1 Millionen Menschen, die durch die Belagerung der deutschen Wehrmacht in Leningrad getötet worden sind, als Völkermord zu qualifizieren. Aber durch wird er sagen, Völkermord war das nicht, und wird dann schwurbeln, solange er lustig ist. Also diese Typen mit ihren weichen Gesichtern und ihren rasierklingenharten Entscheidungen kenne ich, diese unerbittlich netten, rosa-grünlichen Fratzen, die im Grunde genommen gar keine wirkliche Empathie für die arbeitenden Menschen haben, für die sozial Entrechteten auf der Welt haben, sondern die nur sich sehen, über anderen zu stehen und den Achselschweiß möglicher AfD-Wähler einfach nur verachten. Das ist dieser Typus, und dem gegenüber müssen wir alles mobilisieren. Dabei dürfen wir uns nicht ins Ausschießen oder ins Ausreden, indem wir dann für Menschen, die das auch mit großem Unmut sehen, am Ende nicht mehr, wie man so sagt, anschlussfähig sind. Tja, Dieter, ich lasse jetzt mal die Frage des Faschismus dahingestellt. Ja, deswegen finde ich es gut, dass Dieter Dehm in dieser Talkshow ist. Er bringt da immer so, wenn Paul Brandenburg hier ja mit diesen Nazi-Vergleichen kommt, ich meine, ist ja nochmal Faschismus. Ich meine, Nationalsozialismus war ja nun... Das war ja eins der faschistischen Regime, was besonders in Europa gewütet hat. Also da sollte man nicht leichtfertig mit irgendwelchen Vergleichen kommen. Deswegen finde ich es gut, dass Dieter Dehm hier in der Runde ist. Der hat einen marxistischen Faschismusbegriff und verwendet das dementsprechend nicht so willkürlich. Also ja, es gibt auch, und man sollte ja vielleicht auch mal anmerken, es gibt auch totalitäre Systeme, die nicht faschistisch sind. Also es gibt auch Systeme, die massenweise Oppositionelle umbringen, ohne faschistisch zu sein. Also ja, das heißt, ja, man sollte mit diesem Begriff Faschismus vorsichtig umgehen. Das wollte ich nur damit sagen. Das meint wirklich spezifisch die Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Und das meint nicht, ja, man kann nicht jede Diktatur als faschistisch bezeichnen. Man kann auch nicht einen demokratischen Staat, der sich ja langsam zu einem nicht mehr demokratischen Staat transformiert, gleich als faschistisch bezeichnen. Also man sollte mit diesem Begriff sehr, sehr vorsichtig umgehen. Der Streit um Worte scheint mir da nicht so wichtig. Zwei Punkte würde ich gerne aber aufnehmen. Erstens, doch, dass es nicht schlimmer geht, oder dass es noch schlimmer wurde, überrascht mich, weil ich ja davon ausgehe, dass es innerhalb dieser gescheiterten Republik doch eine kritische Menge an Menschen geben muss, die ein Interesse an einer demokratischen, an einer grundsätzlich friedlichen und liberalen Art des Zusammenlebens haben wollen. Ich habe dich ja auch ausreden lassen. Ja? Deswegen lass mich da ausreden. Deswegen finde ich schon, ist es schlimmer, dass hier keinerlei Reaktion kommt. Insbesondere eben von den Eltern dieses Richard-Himmler-Gymnasiums. Es gibt Menschen, die ein Interesse daran haben, dass es hier anders läuft, aber die sind eben erstmal in der Minderheit und zweitens sitzen die nicht an den entscheidenden Stellen. Ja, es ist schon enttäuschend, dass die Eltern da jetzt nicht mal einen Aufstand gemacht haben, aber ja, es ist halt, die meisten Menschen interessieren sich nicht für Politik. Die meisten Menschen, die wissen nicht, was damit anzufangen ist, wenn plötzlich an der Schule der Direktor meint, Gesinnungspolizei spielen zu müssen. Es ist traurig, aber es ist leider so. Ist Aula. Schlimmer. Warte doch bitte. Ich habe dich auch auswählen lassen. So. Zweitens finde ich es wichtig und danke dir, dass du diesen Hinweis auf die Kommunistenverfolgung bringst. Denn der ist in der Tat, der sticht. Und den finde ich wichtig. Es wurde damals da bitte ich dich jetzt dann doch mit zu unterbrechen, da gab es auch diese nicht Unvereinbarkeitsbeschlüsse, aber es gab diese Hexenjagd gegen... Die Berufsverbote gegen Lehrer und die Jagd, die damals an Schulen veranstaltet wurde. Genau. Absolut richtiger Hinweis. Aber, und das ist das dicke Aber, damals gab es eben auch eine Gegenbewegung in dieser Republik. Und es haben tatsächlich trotz dieser konservativen Übermacht Leute gesagt, so kann es nicht weitergehen. So, jetzt bin ich still. Ja, also, aber diese Gegenbewegung, die hatte ja die hatte Unterstützer bis in die SPD hinein, aber die SPD, die hat diese Berufsverbote ja letztlich als Kompromiss an die Konservativen durchgepeitscht, damit die Konservativen gleichzeitig die Ostpolitik der SPD mit tolerieren. Also es war mehr oder weniger ein Versuch, CDU und FDP ruhig zu halten, diese Berufsverbote auch. Also ja, muss man jetzt sich die historische Situation in den 70ern nochmal angucken. Darauf haben wir lange gewartet. Erstmal waren die Berufsverbote da, erstmal kuschten alle. Dann kam ein leises Murren. Dann haben wir in den Umfragen 15% gegen die Berufsverbote gehabt. Und was weiß ich, 75% oder 70% dafür. Und erst 5, 6, 7 Jahre später kippte das. Ähnlich übrigens wie die Mehrheiten für die NATO-Raketen. Also du musst
nicht denken, es geht alles viel langsamer, als Demokraten das wollen. Und es geht meistens erstmal so schnell, wie es die Herrschenden wollen oder dieses Regime will. Schau dir bitte mal die nicht-faschistische Verfolgung von Kommunisten in den USA unter McCarthy an, wo ein großer Sänger, Paul Robeson, du wirst ihn kennen von seinem Lied Old Man River, in die Klapsmühle getrieben wurde. Der ist dann am Ende auch in der Nervenheilanstalt umgekommen. Wo Charlie Chaplin des Landes verwiesen wurde, wo Menschen haufenweise umgekommen sind, große Konzertveranstalter, übrigens ein jüdischer Konzertveranstalter, der mit Pete Seeger und mit Harry Belafonte ein Konzert für die Waisenkinder der Rosenbergs gemacht hat, die auf dem elektrischen Stuhl zu Tode gefoltert worden waren und der dann vom Ku Klux Klan ermordet worden ist. Also alles das hat es in den USA, ohne dass es Faschismus war, ein Gemetzel. In Italien sind nach 1945 3000 Demokraten von Gladio, also einer Partnerorganisation der CIA, ermordet worden. Darunter der Chef der größten staatlichen Einrichtung, Enel, der mit dem Flugzeug abgestürzt wurde. Hey, da hätte ich jetzt tatsächlich gerne eine Quelle, wie Dieter Dehm auf die Zahl kommt. Also, dass Gladio in Italien aktiv war, keine Frage. Dass da der Verdacht besteht, dass sie in Terroranschläge verwickelt war. Also Dieter Dehm hat da jetzt das Beispiel Enel genannt. Ja, auch keine Frage. Aber wie kommt er auf die Zahl 3000? Abgestürzt wurde, wo man dann später herausgefunden hat, dass da manipuliert wurde, dass er eben gestorben ist. Also das sind alles Dinge, die zertreten, untergeflügt in der Geschichtsschreibung sind, die keiner weiß. Und deswegen kommen wir immer zu schnell zu dem Begriff des Faschismus. Der hat noch erhebliche Steigerungsformen. Es ist schon schlimm, wie eine Gesellschaft, die sich auf diesem wunderbaren Grundgesetz baut, so ins Gegenteil pervertiert werden kann von einer Horde ideologischer Banditen wie Faeser und auch teilweise Paus, mit der ich früher befreundet war, und anderen, die eben im Grunde genommen gar keine Achtung vor Menschen haben. Ich will gar nicht sagen vor Menschenrechten, sondern die das menschliche Wesen, vor dem der Kommunist Maxim Gorki sagt, der Mensch ist das Heiligste, dass man vor denen nicht mal eine mindeste Achtung hat. So ein Kind so zu demütigen, das wird einen längeren Schaden davon tragen. Wenn das andersrum passiert wäre, mit irgendeinem Bokenmädchen, was ich vielleicht in der Klima- oder sonst wie oder Festklebeaktivität betätigt habe, würden die Zeitungen voll sein von den Spätfolgen dieser neurotischen Spätfolgen dieser Demütigung, dieses Terrorakts, der da in der Schule stattgefunden hat. Bei denen weist man darauf hin, na, das war ja wahrscheinlich eine AfD-Werbung. Ja, und das haben sie nicht mal begriffen. Selbst wenn die AfD-Faschisten sind, was sie in Toto nicht sind, hätten sie Menschenrechte, Bürgerrechte und sie bekämen einen Strafverteidiger gestellt und sie, wenn sie das Geld nicht haben, also selbst die haben ein Mindestmaß der bürgerlichen Rechte im Grundgesetz garantiert, aber da es keine Achtung vor den Menschen gibt, gibt es auch keine Achtung vor diesen Menschenrechten. Ja, da können wir uns darauf einigen, auch wenn wir die Frage der Wortfindung auf nächste Woche vertagen. Kevin, du sagst, aber wie passen zu diesem... So, kommen wir zur nächsten Schlagzeile. Also das war, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, tatsächlich die Schlagzeile der Woche, die Paul Brandenburg ja angeführt hat. Ist katastrophale Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn Schüler plötzlich an Schulen abgeholt werden und eine Gefährdeansprache bekommen, weil sie völlig legale Sachen auf ihren privaten Social-Media-Accounts geteilt haben. Also ich glaube, deswegen ist das auch einfach die Schlagzeile der Woche. Können wir jetzt, glaube ich, schon sagen. Ist jetzt die erste Schlagzeile, aber naja, kommen wir danach mal zu Kevans Schlagzeile.